So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Wir wissen inzwischen, wie es geht. So kompliziert konnten wir natürlich nicht drauf kommen. Nee. Ja, eigentlich extrem peinlich. Der Marius ist gerade Bier holen. Ist einfach hier runter, oder was? Ja. Ist ja bestimmt nichts Böses. Ist nur ein großer Raum. Wo die zweite Schwindung. Ist passiert echt nichts Böses. Wow, du Freak, du. Endkrank. Eine Chronosphäre. Vielleicht hätten wir vorher nachschauen sollen, was denn mit der Chronosphäre bitte schön anfangen sollen. Ist egal. Nasenblutauge. Wie sammeln die Teile sonst? Achso, wir müssen an denen vorbei. Ah, okay. Ist ja ganz klar, ne? Habt ihr es jetzt geschafft, hä? Ja, natürlich. Ja, seid ihr von selber drauf gekommen? Ja. Total. Okay. Hier wollte ich hin. Ja, genau. Geil. So kann's auch gehen. Geil. Teil der Abgrundrüstung. Ja, nice. Aber wir müssen halt alle sammeln, da haben wir bestimmt schon eins verpasst. Na, gar nicht. 100%ig. Bitte öffnen. Wir müssen auch noch. Chronosphäre. Void. Oh. Genau so funktioniert das? Nicht. Alter, was geht da ab? Psst. Ich muss auch von vorne anfangen. Was ist eigentlich, wenn du da runterspringst? Vielleicht. Schon wieder. Was ist denn in diesem? Hier eine Chronosphäre, dann wird die Zeit angehalten, außer wir. Was bringt das, wenn da keine Gegner sind? Was? Gegner. Ah ja, David. Prost, Prost, danke. Du musst schon von dem da drüben schwingen. Ja, ja. So, was ist da jetzt unten? Nicht. Es geht nur eine bestimmte Zeit lang, oder wie? Du kannst es! Bist du langsam leicht frustriert? Nee. Geht, oder? Ja. Ziel halt mal mit Q. Achso. Nein, brauche ich überhaupt nicht. Den Anfang kriege ich ja immer so. Aber dann... Ja. Der bleibt da immer hängen. Der bleibt immer an dieser blöden Kante hängen. Ich muss hier, von hier aus muss ich es machen. Ja, mach halt. Ja, okay, weiß ich jetzt. Dann schon mit Flügeln, ne? Ja, ja. Das ist ja kein Grund, was für diese bescheuerten Flügel. Und wozu müssen sie ja gut sein, wenn du schon nicht fliegen kannst? Ja, Pinguine, was mit denen? Aber auch Flügel können nicht fliegen. Hör mal auf, dir über die Kante zu gehen. Als wenn ich über die Kante gegangen bin. Ja, doch, bist du wieder. Bist wieder hängen geblieben. Nein. Doch. Nein. Lass dir in die Backe pieksen. Nein. Das ist echt das komische Gefühl, gell? Jetzt auf. Ich muss es jetzt hier packen. Ja. Ui, auf einmal klappt's. Und Flügel. Alter. Oder auch nicht. Er schießt dich halt einfach nochmal darüber. Ich verstehe jetzt immer noch, da unten sind doch keine Gegner. Was ist mit den zwei Pflanzen da? Ach, die schießen dann so auf dich so oder was? Ungefähr, die kommen dann die, runter. Die schnappen dich und fressen dich auf. Genau, und dann kotzen sie sich wieder aus. Aber blöderweise immer auf der Seite, wo du herkommst. Das ist gemein. Wieso kriege ich denn keine? Ist denn da überhaupt was zum Schießen, hinschießen? Nee, aber er probiert ja diese Flügel. Probier jetzt mal Flügel zu ziehen. Geht nicht, oder wie? Probier einfach mal rüber zu kommen, so. Jetzt muss ich die hin von hier. Die schauen schon so viel über die Pflanzen. Kannst du die antackern, dass du dich hintackerst zu ihnen?
Warum sind wir nicht für alles? Du musst einfach mehr Schwung holen. Einfach mehr Schwung holen. Ich hab ewig. Mehr Schwung geht nicht. Weise. Ja, hier, da geht nicht ja, mehr. Ja, hier brauchst du nicht mehr Schwung, brauchst du beim anderen mehr Schwung. Es geht nie mehr als so. Vorhin bist du auch bis zur Decke gekommen. Da unten ist eine Tür drin gewesen. Andere Seite? Oh, nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Toll, jetzt kommen wir nie wieder raus. Aber die Maps sind liebevoll gestaltet. Zwar ein bisschen engstirnig, aber jetzt geht's. Ja, vorhin hast du auch immer tick 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 drauf. Nein, es geht auch mit. Ja, geht schon. Schau dagegen, da hat man mich ja, nicht mal ganz, ganz kurz, toll. Nicht mal kurz gesehen. Ja. Ich check's trotzdem noch nicht. Ich sag, es geht nicht. Ich glaube, du hast ja das Zahnessen, oder? Ja. Gut, danke. Okay. Geht's nicht, gell? Also solltet ihr Darksiders spielen, Leertaste gedrückt halten. Ich muss sie zweimal drücken, Mann. Zweimal drücken. Leben. Leben. Toll. Wenigstens wirft er mich jetzt auf mich in die Richtung. Sehr nett. Wir haben kein Leben verloren. Und jetzt hat Marius schaut, das sind die Blutaugen zunächst, die sind Schlösser. Probieren wir es mal aus. Irgendwo hier liegt ein Messer rum. Nur drüber springen. Kommst doch drüber. Hätte ich schon gelacht, wäre es jetzt runtergefallen, hätte ich alles von vorne machen müssen. Hä? Nee. Nee. Jetzt ist das Teil da oben. Toll. Tolles Spiel, ne? Naja, dann hüpfen wir runter. Ich will doch gar nicht runter. Wir sind jetzt wieder hier. Ach, müssen wir jetzt kommst du zurück mit. Du hast gerade den Schlüssel bekommen. Zu den roten Kugeln. Vielleicht. Nee. Ah, nee. Ja, ja. Hier ist kein Schlüssel mehr. Okay, das ist kurz, ne. Kann man da jetzt nicht zurückgehen? Das ist echt schlimm. Komm schon, da kann man jetzt ja wohl zurückgehen. Naja, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Nee. Wissen wir das? Wo müssen wir jetzt hin? Hier ist es ganz einfach. Springen wir einfach hier hoch. Mhm. Kommt man nicht an, dass man da hochspringen muss. Grinden darüber. Wo war jetzt das Augenschloss? Ja, da links. Nee, oder hinter uns. Da. Da kann man gerade. Ja, stimmt, hier war's. Ja, hier muss man ja lang. Ah. Ist gerade aus. Ah. Schon wieder leben, du bist doch voll HP. Fast schon wasten wir es halt einfach mal, oder? So. Woher kriegen wir die anderen drei Spinnen? Jetzt können wir zurücklaufen und diese roten Teile suchen. Gut erkannt, Captain. Noch nee. Jedes Mal, wo die Spinnen. Die, ich hab da vorhin noch gemeint, da ist eine komische Spinne. Ich glaube, die hat wieder den Panzer wegziehen. Die sind ja voll fies, Mann. Ich versuche die ganze Zeit ihren Panzer wegzuziehen, aber jetzt. Ich treffe immer dabei die anderen Spinnen. Würde man ein bisschen schlagen und deine Unterarme aktivieren. Nee. Ja, okay. Du meinst jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ich meinte nicht. Zerquetsch die kleine Spinne. Ich erinnere mich ein bisschen an Doom. Doom mit Radiance. Ich gehe immer so schnell dann alles, wenn ich diese Chaos gestalte. Du greifst eigentlich die anderen Spinnen nicht an, während du. Weil sie es nicht können. Das ist so Assassin's Creed, ja. Wie ein HC. Also KI ist halt stark. Ja, es sind halt immer nur Single-Attacks. Ja, es ist halt immer Duell.
Zeit für ein Duell. Genau. Die sind halt ehrenvoll. Okay. Leben. So ist das hier. Das ist nicht nur bei den Spinnen, so ist bei allen Gegnern so, oder? Ja. So gut wie. Außer ja, ich stimme, manche greifen schon aufeinander. Ja, Fernkämpfer vor allem sind. So, bisschen wild angreifen. Kannst du jetzt finden. Nein, jetzt kannst du nach links weiter. Mein Gang, den ich vorhin meinte. Da war noch auch sowas an der Decke. Da war eine Kiste und sonst. Da oben so ein Teil. Gut, dass wir einen David haben. Oh, ein Reliktsoldat, oder? Nein, was Neues! Wow, der bringt bestimmt mehr viel Geld. Ja. Für was braucht man Geld? Für Vulgrim. Vulgrim ist so ein Dämonenlord, der dir Sachen verkauft. Indem du ihm Seelen gibst. Wir sind hier nebenbei auf der Erde, postapokalyptisch, und wir sammeln hier die, das ganze Blaue sind irgendwelche Menschenseelen. Da geht es nicht lang, Tentik. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Mhm. Und wo lang soll ich sonst? Ja, nach unten. Wie nach unten? So, ich weiß hier nicht, aber da geht's irgendwo nach unten. Da geht's nach unten. Hier. Ja, da ist so ein Teil. Wenn der springt jetzt einfach dagegen, dann haut sich dieser Knüppel da runter. Brauchen wir noch ein Leben? Nee, ich bin okay. Sicher? Ja. Okay. Sie kriegt auch der Neues dazu. Nachbarraum erwartet sich wieder so eine Kette sperren. Und jetzt sind viele von den Kleinen. Hau schön brav, dann kriegst du vielleicht wieder deine Chaosgestalt. Ich bin nicht full. Ja, deine Chaosgestalt wäre wichtiger. Nein. Okay. Du hast doch full Aggro. Gut. Ja, aber nicht Chaosgestalt, ist diese rote Kringel. Was soll ich jetzt machen? Achso, da würde ich da weitergehen. Schaut mal auf die Linie. Da geht's doch weiter. Ist das so? Ist der jetzt hinter dir? Jetzt hinter dir. Dann geradeaus. Nee, ist der falsche Weg. Du kommst doch nicht zur Spinne. Schau dich mal nach vorne. Ja, jetzt nach links. Ja, wir müssen zu den zwei Spinnen. Achso. Da lang, da war's. Jetzt nach links. Mann, was der David alles weißt du? Ja. Hier die ganze Zeit schon so. Wir sind schon runter und runter durchgelaufen, um das zu merken. Könnte das sein? Nee, glaube ich nicht. Nochmal. Nee, wenn du es kannst. Noch so außer linker Maus nichts, oder? Doch, Alt und V. Ja, gerade immer der Chaos gestaltet aktiviert. Ja, und V Alt muss ich auch drücken. Du musst aufhalten, oder? Ja. Okay. Mit Richtungstaste oder ohne? Mit Richtungstaste. Oh, okay. Das ist schon. Das ist echt schwer. Da bleibt es nun. Da ist nur noch eine. Und ich glaube, nur dann kann ich, oder? Ich weiß nicht. Mhm. Nach den drei Spindel. Zwei. Drei. Und tschüss. Und ciao, bis zum nächsten Mal.